Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir über den Terminkalender in Anführungszeichen von Rockstar Games und Take-Two Interactive anschauen. Den Bericht dazu hat mir der liebe Henry Klug auf Instagram geschickt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, Henry Klug. Du bist immer sehr aktiv dabei und informierst mich über verschiedene Sachen. Und wenn ihr mir auch Informationen zuschicken wollt, Screenshots zuschicken wollt, meine Meinung zu irgendetwas wissen wollt, eine Frage stellen wollt, dann folgt mir auf Instagram. Dort heißt es GTA63. Dort können wir am besten miteinander kommunizieren. Dort ist die Interaktion mit den Zuschauern einfach ziemlich cool. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Teil davon werden würdet. Also folgt mir auf Instagram. Es gibt zwei Gründe, die auf den Mai hindeuten. Einmal war es ja in GTA Online, in diesem Casino-Update, wo ja ein Schiff zu sehen war. Und zwar Service. Das Server oben geschrieben, das Wiss unten. So quasi, als würde es heißen wie Weiß, ja, in Bezug auf GTA Vice City. Und auf der linken Säule war der 5.10. zu sehen. Also die meisten davon ausgegangen, dass es der 10. Mai ist, dass wir an GTA 6 Trailer erwarten können, ja. In Bezug auf diesen 10. Mai, Leute, bin ich mir nicht so sicher, weil es einfach nur eine Zimmernummer ist und es kommt auf einen Sonntag. Und sonntags wurden bis jetzt von Rockstar Games noch nie irgendwelche Ankündigungen gemacht. Es kam immer dienstags irgendwelche Ankündigungen zu neuen Spielen, neuen Projekten. Also, dass Rockstar Games am Sonntag irgendwas ankündigen wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Vor allem, glaube ich, diesen 10. Mai liegt nicht so sehr. Aber auf der anderen Hand haben wir den Bericht von Take-Two Interactive, wo Strauss Zelnick gesagt hat, dass sie im Mai neue Sachen ankündigen werden. Und diese Sache ist natürlich viel interessanter als so ein Leak in GTA Online. Auf jeden Fall können wir den Aussagen von Strauss Zelnick trauen und können im Mai was erwarten. Ob es GTA 6 sein wird, weiß ich nicht, weil Take-Two Interactive hat auch noch andere Publisher, wo sie quasi jedes Jahr Spiele veröffentlichen. Ob sie auch damit gemeint haben, dass sie im Mai GTA 6 ankündigen werden, das wissen wir natürlich noch nicht. Auf jeden Fall gehen momentan die Gerüchte rum, dass Take-Two Interactive am 11. Mai ihre Umsatzprognosen offenlegen werden für das kommende Geschäftsjahr. Sie reden quasi, was für Pläne sie haben, was noch kommen wird. Das ist auch sehr wichtig für die ganzen Investoren, die in Take-Two Interactive in den Aktien investieren. Und genau deswegen sind diese Umsatzprognosen, diese Berichte ziemlich wichtig für Take-Two Interactive, damit neue Investoren mit einsteigen und für Take-Two Interactive investieren. Deswegen gehen auch die meisten davon aus, dass am 11. Mai GTA 6 ankündigt wird. Das Datum wurde anscheinend von einem Algorithmus berechnet, das in der Vergangenheit die historischen Berichtstermine verfolgt hat und somit ein Datum ausgerechnet hat. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass Take-Two Interactive am 11. Mai, ja, nicht am 10. Mai, am Sonntag ist ziemlich unwahrscheinlich, am 11. Mai irgendwas ankündigen wird. Vielleicht auch ein Satz oder irgendwas zu GTA 6 sagen wird. Das wird auf jeden Fall ziemlich interessant, wenn Take-Two Interactive ihre neuen Umsatzprognosen offenlegt und darüber reden werden. Das Interessante hierbei ist natürlich, dass Take-Two zwei Umsatzberichte in einer sehr kurzen Zeit veröffentlicht. Denn Take-Two Interactive hat ja vor 2 Monaten ungefähr schon ihren ersten Umsatzbericht veröffentlicht, ja? Und jetzt nochmal im Mai, in so einer kurzen Zeit, den nächsten Umsatzbericht zu veröffentlichen, ist auf jeden Fall ziemlich ungewöhnlich, ja? Deswegen noch die meisten davon aus, dass Take-Two Interactive jetzt eine große Show starten will und etwas Großes präsentieren will. Und es wird auf jeden Fall, wenn man das so betrachtet, GTA 6 sein. Ich sag's euch schon mal, Leute, es muss im Mai nichts passieren. Es ist genauso wie damals, als der Leaker den 27. März vorgeschlagen hat. Was heißt vorgeschlagen? Gesagt hat natürlich, dass am 27. März ein Trailer kommen wird. Wir haben alle darauf gewartet und am 27. März kam einfach nichts. Ja? Ein Take-Two Interactive ist natürlich eine andere Hausnummer, wenn sie etwas präsentieren wollen, einen Vortrag halten wollen oder wenn sie etwas ankündigen wollen. Natürlich ist es eine andere Hausnummer, aber es muss nicht heißen, dass Take-Two Interactive GTA 6 ankündigen wird, weil normalerweise, wenn etwas zu ankündigen gibt in Bezug auf GTA 6, dann wird es Rockstar Games sein. Ich weiß nicht, vielleicht wird auch ein Mitarbeiter von Rockstar Games dabei sein, vielleicht wird an dem Tag Rockstar Games auch irgendwas sagen und Take-Two Interactive wird dann irgendwie drauf was aufbauen, aber wie gesagt, Leute, wir müssen das mit Vorsicht genießen. Wir dürfen jetzt nicht Erwartungen zu hoch schrauben, dass im Mai irgendwas kommen wird. Es muss nichts kommen. Es kann sogar erst gegen Herbst was kommen. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber das Witzige bei Rockstar Games ist, es kann zu jeder Zeit irgendwas kommen zu GTA 6. Es kann auch jetzt in dem Moment was kommen. Es kann auch morgen was kommen, ja? Bei Rockstar Games weiß man auf jeden Fall nie Bescheid, wann was kommt. Es ist einfach, sie haben es drauf mit Überraschungen. Und deswegen, Leute, so eine angekündigte Ankündigung ist für mich ziemlich unwahrscheinlich, ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Mai, ob Take-Two Interactive irgendwas sagen wird zu den kommenden Spielen, zu den kommenden Releases, ja? Es kann sein, es wird auf jeden Fall was sein,
was sie sagen werden zu den zukünftigen Spielen, aber ob sie was zu GTA 6 sagen werden, das weiß ich auf jeden Fall nicht. Das werden wir alle gemeinsam im Mai sehen und ich bin auf jeden Fall gespannt auf den 11. Mai, wenn Take-Two Interactive am 11. Mai was ankündigen wird. Wie gesagt, es ist nichts bestätigt, es ist vom Algorithmus quasi ausgerechnet worden, in die Vergangenheit betrachtet, aber Strauss Selling hat gesagt, im Mai wird was kommen, deswegen irgendwann im Mai wird auf jeden Fall eine Ankündigung zu irgendwelchen Spielen kommen. Was eure Meinung, Leute? Denkt ihr, im Mai wird eine Ankündigung zu GTA 6 kommen? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, es würde mich ziemlich interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video, danke fürs Zuschauen, tschüss!